der Schwur von zwei Jungen, welches in einem kleinen Grabstein eingemeißelt ist. Am 16. Juni, im 9. Jahrhundert des 60. Zyklus, gaben sich die zwei Jungen ein Versprechen. Falls unser Land eines Tages in Schwierigkeiten kommt, geloben wir nichtsdestotrotz unsere Loyalität. Fünf Arten von Versprechen, dem Padang-Kodex. In der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts war Schilla im Krieg mit benachbarten Ländern. Der 24. König, Qineng, festigte seine militärische Stärke und war entschlossen, junge Talente zu fördern, welche später das Land führen sollten. Deswegen unterzogen sich junge Männer im Alter von 15 bis 18 Jahren einem strengen Auswahlprozess, wo sie nach ihrem guten Erscheinungsbild, Loyalität, Tapferkeit und sogar innere Stärke ausgesucht wurden. Diese Gruppe von jungen Männern wurde Padang genannt. Unter der Führung von Fuxon reisten diese Männer durch das ganze Land und erlernten die Kunst des Kampfsports, erlernten konfuzianische Traditionen und andere rigorose Trainings für den Körper und Geist. Es gab fünf Regeln, welche die Padang speziell zu befolgen hatten. Dem König mit Treue und Loyalität dienen, Pietät den Eltern gegenüber, Freundschaften auf Basis von Vertrauen aufbauen, tapfer auf dem Schlachtfeld kämpfen ohne Angst. Bis zu dem Tag, an dem man stirbt, dürfen keine Leben ohne Grund genommen werden. Die Padang von Schilla wurden dafür von den Menschen sehr verehrt. Und in der Zeit, wo alle drei Nationen vereint waren, machten die mit Padang-Hintergrund, wie zum Beispiel Qin Yuxin, die größten Beiträge zur Gesellschaft. Kluge Premierminister und loyale Lehnsmänner entsprangen dieser Gruppe, als auch außergewöhnliche Kommandeure und tapfere Soldaten. Das Jahrhundert der Padang. Der patriotische Geist der Padang mit der gleichmäßigen Erfassung von Lehre und Kampfkunst wurde den Militärschulen von Südkorea vererbt, welche die Basis der Armee, Marine und Luftwaffe trainiert. Diese Tradition wird bis heute fortgeführt. Das Versprechen des Windes, Padang, ein Lied, welches die Tapferkeit der Padang ausdrückt, welche dem Feind mutig ins Auge blickten, niemals an einen Rückzug dachten und immer ihr Land beschützten.